widerspreche ich dem stellvertretenden Landesvorsitzenden, aber ich muss es präziser sagen. Bevor ich mit den Leipzigern gesprochen habe, war ich natürlich bei der Feuerwehr in Gera und habe bei der Feuerwehr in Gera die Aktion Teddybären als Schirmherr bestritten und habe dort einen Scheck von 1.300 Euro, das berühmte Lottogeld, also wenn jemand wissen will, was mit Lottomitteln jetzt passiert, auch von einem linken Ministerpräsident wird es gezielt zur Hilfe eingesetzt. Und diese Aktion bei der Feuerwehr in Gera, deswegen erwähne ich sie, ursprünglich war gedacht, dass diese Teddybären in jedem Feuerwehrauto und in jedem Polizeiwagen und in jedem Roten Kreuzwagen da ist, wenn ein Kind gerettet und geborgen wird, damit das Erste, was das Kind nach einer so schwierigen Situation bekommt, ein Teddybär ist. Und die haben die Aktion ausgeweitet. Die haben die Aktion ausgeweitet auf Flüchtlingskinder. Und dann war eben in Gera in der Feuerwehr auch eine größere Gruppe von Flüchtlingsfamilien mit ihren Kindern, die dort zuerst die Teddybären bekommen haben. Und dabei gab es eine ganze Reihe von Gesprächen mit Flüchtlingen, die hier in Gera sind und die ich vor 14 Tagen schon mal kennengelernt habe. Und dann kommen ganz, ganz einfache, lebenseinfache Fragen. Muss ein syrischer Papa, der 8 Kinder hat und mit seiner Familie hier Neubürger geworden ist, muss der den deutschen Führerschein noch mal machen oder nicht? Und wie soll der 1.300 deutsche Fragen auswendig lernen, obwohl er jetzt schon auf dem Weg ist, gut Deutsch zu lernen? Also ich war schon verblüfft. Und dann steht wieder ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann daneben und sagt, ich bin im Hauptberuf bei der Polizei, Autobahnpolizei und darf jetzt helfen und sagen, nein, dieser Führerschein muss nur umgetauscht werden. Und dann habe ich gedacht, wie praktisch, wie einfach. Also wenn wir es so schaffen, miteinander umzugehen, dass wir sagen, gemeinsam haken wir uns unter und am Ende dieser Vater sagt, ich will dem deutschen Staat nicht auf der Tasche liegen. Ich will mit meiner Händearbeit meine Familie ernähren und ich will, dass meine 8 Kinder in Ruhe und in Frieden groß werden. Und ich danke Deutschland für die Solidarität. Und deswegen sage ich, ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir leben gerade in sehr bewegten Zeiten. Vor 6 Wochen oder vor 8 Wochen hätte ich gesagt, okay, was machen wir kommunalpolitisch? Was machen wir regionalpolitisch? Was machen wir mit Bildung? Was machen wir mit ländlichem Raum? Wie gehen wir mit der Frage um, wie bekommen wir eine ärztliche Versorgung im ländlichen Raum? Wie bekommen wir das hin mit der Gemeindeschwester und den regionalen Versorgungseinrichtungen? Wie sieht unser Konzept aus, um Langzeitarbeitslose endlich aus der Langzeitarbeitslosigkeit herauszuholen? Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Das ist unser Auftrag, den ihr uns als Genossen gegeben habt, der im Koalitionsvertrag drinsteht und der nach wie vor die Handlungsgrundlage unseres Agierens ist. Und dann ist etwas dazugekommen, nämlich Flüchtlingsströme, die uns in eine völlig neue Verantwortung stellen und in eine Situation, die wir uns nicht ausgesucht haben, aber in der wir mittendrin stehen. Und das geht los mit dem ersten Zug, der aus Ungarn kam. Das war ein österreichischer Zug, der über München reingelaufen ist, der dann nach Gera kommen sollte. In Gera hat man sich vorbereitet. Wir haben uns gedreht wie die Brummkreisel, die Ehrenamt- und Hauptamtlichen hier haben alles vorbereitet. Dann hieß es auf einmal, der Zug bleibt in Saalfeld. Also alles umschmeißen, sofort wieder aus dem Stegreif und dann die Saalfelder Genossen und Kollegen und Kameraden und alle mit motivieren, den Landrat irgendwo auftreiben, der gerade bei einer Familienfeier ist. Und im Haskala ist ein Ausnahmezustand gewesen mit einer endlosen Brötchenkette. Ich habe selten eine solche Fließbandproduktion gesehen und mittendrin Heike Warner als Ministerin, die hat nicht auf Gesundheit geachtet, sondern auf Schmierung. Also, das ist für mich so die Situation. Ja, die Saalfelder Bilder sind in der Bundesrepublik überall gezeigt worden und aus den Saalfelder Bildern ist deutlich, dass wir als Linke noch eine Erinnerung haben, als die Nazis in Saalfeld mit ihren Nazi-Aufmärschen und dem Konzept der national befreiten Zone Saalfeld-Gondorf durchdringen wollten und von Saalfeld-Gondorf rüber durch das ganze Saaletal sozusagen das geistige Oberkommando übernehmen wollten. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der größte Waffenfund nach 1945 war in der Gaststätte Heilsberg bei Saalfeld. Die größte Nazi-Demonstration nach 1945 war in Saalfeld. Das war beim Rudolf-Hess-Gedenktag. Als er in Bayern verboten wurde, kamen die alle hierher. Das war die große Auseinandersetzung, wo wir in Saalfeld mühselig
zivilgesellschaftlichen Widerstand organisiert haben und nicht willkommen waren. Wenn ich einfach nur daran erinnern darf, da gab es auch noch einen großen Polizeieinsatz, mehrere Hubschrauber, der die Busse, die über die Autobahn kamen, auf der Autobahn abgefangen hat. Ich habe das alles noch sehr gut in Erinnerung, weil meine Söhne waren etwas kleiner und die haben dann zum ersten Mal erlebt, wie das ist, mit breitbeinig als Kinder am Bus zu stehen und von Polizisten untersucht zu werden, ob man nicht möglicherweise gewaltbereit sei. Alles das habe ich in Erinnerung, wenn ich an Saalfeld denke. Umso wichtiger war es, was wir in Saalfeld für ein Zeichen der Willkommensbereitschaft gezeigt haben und was wir dort praktisch organisiert haben. Die hässliche Fratze habe ich dann oben in Gondorf gleich wieder erlebt. Mit Volksverräter bin ich von jungen Frauen dort begrüßt worden, wo ich völlig verblüfft war, wie bösartig schon so eine Stimmungslage, die verfestigt über lange Zeit in die Köpfe geimpft wird, was das alles mit Menschen macht. Und aktuell, heute Morgen, beginnt mein Morgen mit einer Meldung, dass ich auf einmal informiert werde, dass angeblich in der Erfurter Messe sexuelle Übergriffe stattgefunden hätten, auf Frauen uriniert worden wäre und so weiter. Das steht in der Morgenpost in Dresden in Bezugnahme auf einen Brief eines Bundeswehrangehörigen, der das alles dokumentiert habe. Ich habe das seit heute Morgen untersuchen lassen. Mittlerweile ermittelt auch die Polizei und auch die zuständigen Stellen der Bundeswehr, weil nichts davon stimmt. Alles, was dort im Moment gemeldet wird, entpuppt sich jetzt als etwas ganz anderes, nämlich als vom Hörensagen aufgenommen. Der Stabsunteroffizier hat das, was ihm erzählt worden ist, aufgenommen und hat gesagt, wenn es nur stimmen würde, dann muss man ihm nachgehen. Und da ist, gebe ich ihm ausdrücklich recht. Wenn auch nur der Bruchteil einer solchen Situation passiert wäre, müssen wir handeln. Es ist alles strafrechtlich relevant. Auch die Erniedrigung einer Frau innerhalb eines Flüchtlingscamps kann in Deutschland nicht geduldet werden und wird bei uns nicht geduldet. Aber dass es nur ausgerechnet bei der Pegida auf der Internetseite als erstes erscheint und keiner unserer zuständigen Stellen jemals was davon gehört hat, das hat mich schon von heute früh an bösgläubig gemacht. Dass wir es über Pegida-Facebook hören, dass es so einen Brief gäbe. Denn die Bundeswehr sitzt mit einem Offizier bei uns am Lagetisch und der Lagetisch tagt täglich. Und noch nie ist ein Hinweis darauf gekommen, dass so etwas auch nur als Gerücht registriert worden wäre. Deswegen gehe ich solchen Sachen mit Hochdruck nach. Und daran merkt ihr, dass meine Tage und meine Nächte im Moment ziemlich unruhig sind. Weil die Frage, was wir im Moment machen müssen, also wir müssen aus der Messe wieder raus. Wir wollen auch aus der Messe raus, weil es ist kein Dauerzustand, 1500 Menschen auf einem solchen engen Raum zusammenzuhalten, ist einfach nicht, ist keine Konzeption gesellschaftlichen Lebens. Deswegen verhandeln wir jetzt mit Gera über das Wismut-Krankenhaus. Das ist kompliziert und komplex, weil Gera selber unter Haushaltsnotlage ist und dann sind wir bei dem Problem meines Alltags. Eigentlich wollten wir mit Gera dafür sorgen, dass die Haushaltsgenehmigungen da sind. Eigentlich wollten wir mit Gera jetzt über Zukunft reden und wir wollten über das Schulinvestitionsprogramm reden. Die drei Ministerinnen sind ja hier. Die können alle einzeln aus ihren Fachbereichen sagen, was wir alles darüber vorbereitet haben, was eigentlich auf dem Weg war. Schulbausanierungsprogramm, einschließlich der Brücke von Gera Liebschwitz. Also weil wir ja da das Internat haben und das Internat, wurde uns gesagt, würde besser eingebunden werden, wenn der Bus endlich dort rumfahren würde. Und er kann nicht rumfahren, weil er über die Brücke nicht darf. Und über die Brücke kann er nicht, weil die Brücke nicht gemacht ist. Also hatten wir eigentlich das Investitionsprogramm so aufgestellt, dass die Brücke gemacht wird. Und dass die Schulen, die die Stadt selber, also die Stadträte und die Stadt selber vorbereitet haben, dass die in dieses Genehmigungsverfahren gehen. Und dann passiert sowas wie für mich durchaus eine neue Qualität, dass ich den Stadträten gegenüber versichere, das kommt. Die Genehmigung ist auf dem Weg. Der zuständige Präsident versichert mir, es ist alles mit der Oberbürgermeisterin beredet. Und vieles davon ist bei mir unter Einbeziehung des Fraktionsvorsitzenden und unserer Landtagsabgeordneten bei mir in der Staatskanzlei beredet worden, sodass wir eigentlich gut vorbereitet waren. Und dann kommt auf einmal die Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes. Und um 16 Uhr kommt nochmal ein Fax, von dem nicht mal der Präsident des Landesverwaltungsamts etwas weiß. Und da steht das Gegenteil von dem drin, was wir eigentlich beredet haben. Und dann fängst du erstmal an, darüber nachzudenken und zu grübeln und zu sagen, auf welchen Ebenen muss man hier eigentlich gleichzeitig agieren. Weil wenn wir jetzt in Gera nicht die Schritte nach vorne kriegen,
dann können wir auch mit Gera zusammen den Prozess mit dem Wismut-Krankenhaus nicht gehen. Wir brauchen aber das Gera-Wismut-Krankenhaus als Teil des Konzeptes, um die Flüchtlingsströme zu verteilen, nicht nur zu verteilen, um sie irgendwo wegzuhaben, sondern das Wismut-Krankenhaus soll für uns unter dem Oberüberschrift Gesundheit, Landesgemeinschaftsunterkunft Gesundheit, möglicherweise nicht ganz so Kranke, die nicht ins Krankenhaus müssen. Die Voraussetzungen wären da. Aber was ich eigentlich will, wo wir eigentlich hinwollen, wir wollen Menschen, die eine gesundheitliche Vorbildung haben, dorthin tun, damit sie im Krankenhaus Praktikum machen können, um über das Praktikum anschließend ihre berufliche Zulassung zu bekommen, damit wir sie dann weiter verteilen, wo sie gebraucht werden. Und damit diese Voraussetzungen funktionieren, haben wir gesagt, wir prüfen gerade eine Landesgemeinschaftsunterkunft Familie. Das könnte in Erfurt sein. Kinderreiche Familien nicht übers Land zu verteilen, sondern erstmal zusammen in ein Objekt bringen, damit wir die schulische Absicherung und die Sprachmittlung hinkriegen. Da kann Birgit Klaubert, so viele Lehrer kann die gar nicht einstellen, wie wir einstellen müssten, wenn überall diese Kinder auf einmal quer verteilt sind. Also war die Überlegung, wie teilen wir die große Zahl in kleinere Zahlen, die dazu führen, damit wir in der letzten Konsequenz auf Integration kommen. Und da müssen wir hin. Wir müssen auf Integration. Und da müssen wir als Linke auch im Moment mal uns selber revidieren. Wir haben immer gesagt, die dezentrale Unterbringung löst alle Probleme. Weil wir der festen Überzeugung waren, dezentral können wir nachbarschaftlich schneller helfen. Das ist bei 3 oder 4 Flüchtlingen auch gut möglich. Deswegen sage ich, wir haben immer recht gehabt. Wir waren gegen lagermäßige Unterbringung, wir waren gegen große Quartiere im Wald, weit weg von irgendwelcher Behausung. Und wir haben uns immer gewehrt gegen diese Residenzpflicht, wo es eine Ordnungswidrigkeit war, wenn diejenigen aus ihrem Objekt, also hier bei Gera gab es so ein Objekt, wenn die runter zum Ausländeramt gefahren sind, haben sie schon eine Ordnungswidrigkeit begangen. Das ist systematischer Unsinn. Dagegen haben wir uns immer gewehrt. So, jetzt sind wir aber in der Situation, dass wir auf einmal 13.000 Flüchtlinge in diesem Jahr dazu bekommen haben und wahrscheinlich noch 9.000 bis 10.000 jetzt dazu bekommen. Also müssen wir das Konzept ändern und müssen das Konzept so aufrichten, dass wir die Vorbereitung schaffen mit Landesgemeinschaftsunterkünften, also Erstaufnahme, Prüfung, gesundheitlicher Check und dann in Landesgemeinschaftsunterkünfte, um sie vorzubereiten, damit eine dezentrale Unterbringung dann partnerschaftlich geht. Ich habe die Tage mit Vertretern der Kirche geredet, die sagen, wir haben Pfarrhäuser frei. Sie trauen sich nicht, diese Pfarrhäuser öffentlich zu nennen, weil sie Angst haben, dass sie dann brennen. Darüber sollten wir nachdenken, was das bedeutet. Was hier gerade sozusagen an Gift und Galle unter uns gestreut wird. Deswegen habe ich das Beispiel von der Messe und von diesem Hörensagen erzählt. Oder dass die TB-Ausbruch in Erfurt wäre. Nichts davon stimmt. In Suhl haben sie erzählt, Ebola ist ausgebrochen. Nichts davon stimmte. Das Krankenhaus hat eine öffentliche Erklärung abgegeben. An den Supermärkten hängen Schilder, es ist falsch, dass hier für 35 Euro am Tag gestohlen werden darf. Das erzählen Menschen und andere Erwachsene glauben das. So schräg kann man gar nicht denken, wie im Moment Volksverhetzung betrieben wird, und zwar von unten. Das ist Graswurzelarbeit, der bösesten Art. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mal verstehe, wie in den 20er Jahren die Pogrome und die Vernichtung der Juden vorbereitet worden ist, jetzt ahne ich es langsam. Ich merke langsam, was da passiert. Deswegen mahne ich uns, dass wir mutig und klar uns positionieren und dass diese mutige und klare Positionierung bedeuten muss, Integrationsleistung abzusichern. Und wir müssen die Schritte zur Integration schaffen, damit wir die Menschen auf dem Weg nicht allein lassen. Was mich ermuntert ist, wir haben 5.000 Ausbildungsplätze frei. Dann kommt immer bei so Versammlungen das Geschrei, und wo sind die was macht ihr für Deutsche? Und ich sage, ja, wenn wir 5.000 Deutsche hätten, die Ausbildungsplätze hätten, ich wäre froh. Weil es nicht die Frage ist, ob Deutsche oder nicht Deutsche, aber es ist einfach gar keiner da. Und die Handwerker sagen, aber sie würden gerne ein paar ausbilden. Und ich sage perspektivisch, in 10 Jahren brauchen wir 280.000 gut ausgebildete Facharbeiter, damit wir überhaupt nur das Niveau halten, das wir gerade haben. Und deswegen sage ich, lasst uns anfangen, die 5.000 jetzt zu schnell, zügig in Betriebe reinzubringen. Und ich habe im Moment nur Gespräche mit Wirtschaftsleuten geführt. Oppel habe ich gestern die Gelegenheit genutzt, bei der IAA mit denen nochmal zu reden, ob sie ihre Lehrwerkstatt in Eisenach öffnen. Die sagen, ja.
K plus S sagt, sie öffnen ihre Lehrwerkstatt, damit berufliches Screening gemacht wird. Erstmal durchlaufen lassen, gucken, was kann derjenige? Papiere haben die doch nicht und ein duales Ausbildungssystem in Irak und in Syrien unter Bürgerkrieg oder in Afghanistan unter jahrzehntelangem Krieg ist so ein bisschen absurd. Die Frage ist, ob der Mensch, der da ist, Lust hat, Zeit hat, Energie hat, Fähigkeit hat, einfach Bereitschaft hat und dann zu gucken, was kann er, was will er und das dann praktisch organisieren. Das muss die Aufgabe sein, der wir uns jetzt stellen. Und deswegen sage ich, ja, wir müssen diese Aufgabe anpacken, dürfen dabei nicht in die Knie gehen und wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass der Haushalt von Gera genehmigungsfähig wird. Deswegen hat es da die ganzen Tage wiederum ganz viele Gespräche gegeben und es wird in der kommenden Woche bei mir ein Spitzengespräch geben unter Einschluss der Oberbürgermeisterin, bei denen die Bedingungen klar geklärt werden müssen, wie die Arbeiten umgesetzt werden, sodass der Haushalt wieder in Gang gesetzt wird. Ich sage das deshalb, weil wir in Suhl es geschafft haben. In Suhl hatten wir eine ähnliche Situation. Ich will es einfach sagen, auch da hat der Ministerpräsident eben Pendeldiplomatie gemacht. Dann ist er eben 10-mal hintereinander nach Suhl gefahren. Aber er hat einfach deutlich gemacht, wir lassen auch die Stadtverwaltung Suhl, den Oberbürgermeister und die Stadträte in Suhl nicht alleine. Und das unter der Bedingung auch ganz schwerer Situation. Da hat es den Gewaltausbruch in der Landesgemeinschaft in der Erstaufnahme gegeben. Ein völlig inakzeptabler Gewaltausbruch, der vorher nicht erkennbar war. Und ich war extra, also ich kann es einfach sagen, weil ich vorher auch dort war. Es war nicht erkennbar. Aber wenn Tausende von Menschen aufeinander hocken, dann ist die Gefahr, dass sowas passiert, hoch. Deswegen akzeptieren wir trotzdem keine Gewalt. Wir akzeptieren keine Gewalt gegen Flüchtlinge, aber auch keine Gewalt von Flüchtlingen. Wir akzeptieren einfach überhaupt keine Gewalt. Und das muss einfach für alle Menschen gleichermaßen gelten, weil sonst gerät unser Rechtsstaat völlig durcheinander. Und deswegen, Genossinnen und Genossen, zu den harten Zahlen. Ich habe es gerade gesagt, 5.000 Ausbildungsplätze sind unbesetzt. 280.000 Facharbeiter brauchen wir in 10 Jahren. Wenn uns keiner beantwortet, wo die herkommen, dann will ich es ganz deutlich sagen, dann wird uns, also meiner Generation und dann den Jüngeren ihrer Generation, irgendwann vor der Situation stehen, dass ihnen keiner mehr den Popo abputzen wird, wenn sie jemanden brauchen, der sich um sie kümmert. Und ich sage dann immer an solchen Beispielen, wenn vor der Zentralklinik von Bad Berka die Nazis aufmarschieren und Ausländer rausrufen, das dürfte ein Rohrkrepierer werden, weil wenn alle Nichtdeutschen aus der Zentralklinik rausgehen würden, könnten wir sie zumachen. Und dann hätten wir eine gute, leistungsfähige Klinik weniger. Die Frage ist also, wie gehen wir damit um, wenn wir weltoffen sein wollen? Wie gehen wir damit um, dass wir weltoffen sein müssen? Und wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir diese Weltoffenheit nach außen auch deutlich machen? Und das ist eben nicht nur die Frage, wie sind wir in Suhl miteinander Saalfeld miteinander umgegangen, als er zukam. Sondern ich erzähle immer die andere Geschichte. Die teuersten Autos der Welt werden wo ausgestattet? Ne? In Gera. Ganz zaghaft kommt es von hier. Das Papamobil ist hier ausgeledert worden. Bugatti, Lamborghini werden hier in Gera ausgestattet. Gestern saß ich auf der IAA in dem teuersten Fahrzeug von Daimler. Wo ist das Leder her von den Weitschen Lederarbeitern, die hier bei Dagro arbeiten und die Verlederung machen? Gestern saß ich im teuersten Auto von Daimler. Das läuft durch Gera. Wir reden ja nicht drüber, wir halten es geheim, damit es keiner mitkriegt, dass wir ein Unternehmen hier haben, das ganz oben Premium mitfährt. Die teuersten Flügel der Welt, hier diese Dschung, 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 die teuersten Flügel dieser Welt. Dschung, 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 dschung. Wo kriegen die ihr Hammerwerk her? Meuselwitz. Meuselwitz. In Meuselwitz wird diese Handarbeit hergestellt. Und ich sage immer zu unserem sächsischen Import, Heike Werner, und es ist lauter sächsischer Filz, der da verarbeitet wird. Die teuersten Flügel der Welt bekommen ihr Innenleben aus Thüringen. Und letzte Woche war ich in der Firma, die 60% sämtlicher gedämmten Rohre für Fernheitssysteme bauen. Die sind in Sondershausen, die sind Weltmarktführer. Ich sage das deswegen, weil diese Firmen alle sagen,
gibt uns von den Flüchtlingen junge Leute, gibt uns von den Menschen, sagt, wen wir helfen sollten auszubilden. Deswegen sage ich, das eine mit dem anderen zu verbinden, muss unsere Aufgabe sein. Und zu sagen, Thüringen ist eben nicht das Niedriglohnland, zu dem es Dieter Althaus immer machen wollte oder wo die damaligen Wirtschaftsminister immer das Land in der Ecke stehen lassen wollten. Thüringen muss ein Land sein, das in der Mitte Europas sein will, also nicht nur auf der Landkarte, sondern es auch ausstrahlt. Und in der Mitte Europa, in Thüringen, heißt nach Ost-, Mittel- und Osteuropa die Kontakte zu haben. Und das heißt, dass wir im Zweifelsfall uns auch äußern. Wenn zum Beispiel der Apfelabsatz auf den Farnerschen Höhen was mit dem Russland-Boykott zu tun hat, weil wir unsere Äpfel nicht loswerden. Und wenn die Milchpreise in den Keller gehen und der Milchpreis mittlerweile der Produzenten niedriger ist als das, was im Supermarkt mittlerweile für Mineralwasser ausgegeben wird, dann ist das ethisch eine Katastrophe, aber es hat was mit dem Russland-Boykott zu tun. Und damit sind wir bei den eigentlichen auch Weltfragen. Nämlich die Frage, wie bekämpfen wir Fluchtursachen? Wenn wir über Fluchtursachen reden, dann müssen wir über Herrn Erdogan reden. Dann müssen wir darüber reden, wieso derzeit NATO-Flugzeuge die JPG-Stellung, die Stellung der Volksmilizen, bombardieren. Das sind die Einzigen, die mit der Waffe in der Hand derzeit den IS-Mördern entgegentreten und sagen, wir geben hier keinen Zentimeter Land unserer Heimat preis für diese Mörderbanden. Und denen wirft Herr Erdogan jetzt Bomben auf den Kopf. Das ist der Teil von Weltpolitik, in die wir gestellt sind. Und deswegen empfange ich eben in der Staatskanzlei den Gesundheitsminister von Kobane und sage ihm solidarische Unterstützung aus Thüringen zu. Und gleichzeitig sage ich bei den Milchbauern, und da reden wir nicht von einer kleinen Milchkuh mit drei Kühen im Stall, sondern wir reden von einer Gumperts Milchviehanlage mit 1000 Stück Vieh in der supermodernen, teuren Milchviehanlage, die mittlerweile ingenieurtechnisch geleitet wird. Und diesem Herrn Gumpert sage ich ausdrücklich zu, wir stehen an eurer Seite. Weil eure Fragen sind auch unsere Fragen. Der ländliche Raum lebt mit so einem Betrieb wie der vom Gumpert oder den vielen anderen. Wenn wir darauf nicht achten, dass diese Betriebe im ländlichen Raum gut funktionierend das Herzstück zwischen den Dörfern ist, wird uns der ländliche Raum kaputt gehen. Dann wird uns auch die Zukunft dieses Landes nicht gelingen. Deswegen sage ich, dass der Milchpreis und der Russland-Boykott in einem engen Zusammenhang stehen. Und da sage ich mal, Genossinnen und Genossen, wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass beim Deutschen Bauerntag, das war früher immer so die reine CDU-CSU-Veranstaltung, dass beim Deutschen Bauerntag ein linker Ministerpräsident den Deutschen Bauerntag eröffnet und dabei einen tosenden Applaus am Ende kriegt, dass die am massivsten darauf gucken, was so ein roter Vogel da eigentlich treibt, auf einmal sagen, das war ja vernünftig, was der gesagt hat. Weil wer sich auskennt mit den Milchpreisen und wer sagt, das geht so nicht, und wer dann auch deutlich macht, dass die Strukturen von Handel und Absatz und Versorgung und Verteilung gegen die Menschen, gegen die ethischen Grundregeln und gegen die Produzenten gerichtet ist, wenn man das klar thematisiert und verbindet, dann kann man auch über Kapitalismuskritik reden. Weil dann kann ich am Ende sagen, wenn wir nicht dafür sorgen in dieser Gesellschaft, dass Grundgewissheiten für uns endlich wieder zur zentralen gesellschaftlichen Debatte werden. Norbert Blüm hat immer gesagt, eins ist sicher, die Rente. Ja, ihr lacht, weil heute kann man nur noch drüber lachen. Zwischenzeitlich hat man dann noch Herrn Riester dazwischen geschaltet, ein Gewerkschafter, der aus dem linken Spektrum dann ein kapitalgedecktes Versicherungssystem eingeführt hat. Deswegen ist es für mich immer so bitter, wenn ich dann von Riester höre. Weil das Riestern ist für Leute, die hohe Einkommen haben, gut. Für die, die eigentlich die Rente brauchen, schlecht. Weil die kriegen es einfach weggerechnet. Und deswegen muss man sagen, wir brauchen ein modernes soziales Sicherungssystem, in dem alle einzahlen. Auch so ein Heini wie ich. Jeder einzahlt. Und diese Grundgewissheiten müssen wir als Linke thematisieren. Und damit wir sie thematisieren, müssen wir unser Alltagsgeschäft hinkriegen und unser Alltagsgeschäft, und damit ende ich schon und sage, wir müssen auch über den Alltag jetzt nicht in die Knie gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass Gera handlungsfähig wird. Wir müssen dafür sorgen, dass wir über die Gebietsreform trotzdem reden. Wir müssen darüber reden, dass die Verwaltungsreform trotzdem kommen muss und dass wir sie thematisieren muss. Was kann wo besser gemacht werden? Wer kann es besser machen? Und ja, Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen, Freunde, Landsleute, Römer, Mitstreiter,
Dieses Land hat 450.000 Menschen verloren. Dieses Land hat aber Strukturen, als wenn die noch da wären. Entweder sagt uns jemand, wo die 450.000 Menschen herkommen, oder wir müssen die Strukturen verändern. Aber zu jammern, dass wir in der Zwischenzeit 23.000 haben, die wir unterbringen, das sollte doch eine Kraftanstrengung wert sein, dass wir die 23.000 menschlich und human und ordentlich bei uns unterbringen. Und Humanität und Menschlichkeit lassen sich eben nicht an der Börse verhandeln. In diesem Sinne, wir sind mittendrin. Applaus